Jeder Mensch hat diesen inneren Schweinehund, der ständig zu ihm spricht, wenn es immer darum geht, Ausreden zu finden. So wird unser sogenannter innerer Schweinehund sehr kreativ. Er arbeitet ununterbrochen. Er kennt uns vielleicht besser, als wir uns selbst kennen. Er ist unser ständiger Begleiter, ob zu Hause oder draußen. Dein Wecker klingelt zum Morgengebet, doch dein innerer Schweinehund sagt dir, nur noch ein bisschen schlafen. Du hast ja noch einen zweiten Wecker gestellt, darum wirst du auch nicht verschlafen. Und du schläfst weiter und weiter. Plötzlich stehst du auf und die Sonne strahlt durch dein Fenster. Und du denkst dir, verdammt. Diese innere Stimme findet immer die besten Ausreden. Ausreden für das Vernachlässigen des Gebets, das Lesen des Koran, das Pflegen der Verwandtschaftsbande, das Tragen des Hijab oder wenn es darum geht, sich für seine Geschwister einzusetzen. Sie findet Ausreden für alles Mögliche. Jeder von uns kennt diese Stimme. Jeder von uns hat von morgens bis abends mit diesen Einflüssen zu kämpfen. Der eine mehr oder der andere weniger. Doch eines müssen wir stets wissen. Diese innere Stimme will wahrlich nichts Gutes für uns. Sie ist uns ein offenkundiger Feind. Diese Stimme will uns am Praktizieren des Gebets hindern, am Praktizieren des Islam hindern. Sie will uns daran hindern, unsere Pflichten nachzukommen. Sie will uns daran hindern, dass wir praktizierende Muslime werden. Dieser innere Schweinehund möchte uns in die Irre leiten. Er möchte, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala vergessen und er möchte uns in Jahannam sehen. Diese Stimme, dieser sogenannte innere Schweinehund, ist der verfluchte Shaitan. Als Ibrahim a.s. die Kaaba errichtete, machte er Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala und sagte, mein Herr, hilf mir, dass ich und meine Kinder das Gebet verrichten. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, hast du schon mal Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dir zu helfen, das Gebet zu verrichten? Oder hast du Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten, dass er dir dabei hilft, dass dir das Gebet nicht schwerfallen soll? Wenn nicht, dann tu es heute Nacht. Mit voller Hoffnung, mit voller Entschlossenheit, mit voller Demut und Aufrichtigkeit, bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er dir dabei hilft, dir Standhaftigkeit im Gebet zu schenken. Allah ist allmächtig, er ist zu allem imstande. Allah subhanahu wa ta'ala befahl Musa alayhi salam, das Gebet zu verrichten, indem er subhanahu wa ta'ala sagte, und verrichte das Gebet zu meinen Gedenken. Glaubst du also, dass du davon befreit bist? Wir verrichten das Gebet, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns das befohlen hat. Ebenso sprach Isa alayhi salam, ich bin ein Diener Allahs. Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten gemacht und er gab mir seinen Segen, wo ich auch sein möge. Und er befahl mir Gebet und Zakat, solange ich lebe. Solange du lebst, hast du dich vor Allah subhanahu wa ta'ala zu verbeugen, dich hinzuknien und dich niederzuwerfen. Oder glaubst du etwa, dass es noch zu früh für dich ist oder dass du noch Zeit hast? Der Todesengel kann dich jederzeit holen. Stell dir vor, du stehst morgen auf und der Todesengel hat dir deine Seele genommen, ohne dass du gebetet hast. Fürchtest du dich etwa nicht vor diesem Moment? Fürchtest du dich nicht vor diesem Tag? Keiner von uns ist sicher vor dem plötzlichen Tod. Darum fange noch heute an zu beten. Stehe jetzt auf, nimm die Gebetswaschung und verrichte das Gebet. Und du wirst diese innere Zufriedenheit spüren. Menschen geben Millionen aus, um diese innere Zufriedenheit zu erlangen. Doch wisse, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, diese innere Zufriedenheit, dieses Glücksgefühl finden wir nur in der Dienerschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Mit keinem Geld der Welt kann man diese innere Ruhe kaufen. Doch wie wurde der Umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Gebet offenbart? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Als der Prophet a.s. die Nacht- und Himmelsreise machte, so legte Allah subhanahu wa ta'ala ihm 50 Gebete am Tag zur Pflicht fest. Er sallallahu alaihi wasallam ging an den Propheten vorbei und Musa a.s. sprach zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ja Muhammad,
Deine Anhänger werden nicht in der Lage sein, 50 Mal am Tag zu beten. Gehe zurück zu deinen Herrn und bitte ihn, es für deine Umma leichter zu machen. So stieg unser Prophet a.s. erneut zu Allah subhanahu wa ta'ala empor. Und als er bei der Rückkehr an Musa a.s. vorbeikam, sagte Musa a.s. erneut zu ihm, deine Umma wird diese Last nicht tragen können. Bitte Allah um Erleichterung. Das wiederholte sich mehrmals, bis Allah subhanahu wa ta'ala schließlich diese 50 Gebete, die er uns anfangs auferlegt hatte, auf nur noch 5 Gebete reduzierte. Nur 5 Gebete. Nur noch 5 Gebete, meine lieben Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sprach, es besteht aus 5, doch ist es gleichwertig mit 50. Ich ordnete euch 5 Gebete am Tag an, aber ihr bekommt die Belohnung von 50 Gebeten. Das bedeutet, dass wir für jedes Gebet die 10-fache Belohnung erhalten. Das ist die Großzügigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt im Koran, dem, der eine gute Tat vollbringt, soll sie 10-fach vergolten werden. Meine lieben Geschwister, was ist der Sinn unserer Existenz? Wir leben, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Das ist der Sinn unseres Lebens. So wie Allah azza wa jalla im Koran offenbart hat. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Und das fünfmalige Gebet ist ein Teil unserer Existenz. Ich weiß, dass du beten willst. Doch warte nicht auf den sogenannten richtigen Moment. Es gibt keinen richtigen Moment. Der perfekte Zeitpunkt ist genau jetzt. Jedes Aufschieben kommt von Shaitan. Du weißt genau, dass das Gebet eine Pflicht ist. Und ich weiß, dass du den Islam liebst und dich dafür schämst, nicht immer rechtzeitig zu beten. Darum tu es einfach. Überwinde deinen inneren Schweinehund. Überwinde den Shaitan und fange an zu beten, bevor der Tag kommt, an dem man für dich beten wird. Bevor der Tag kommt, an dem du es bereuen wirst, nicht gebetet zu haben. Bevor der Tag kommt, an dem alles zu spät sein wird.